Guten Abend, liebe Freunde des Kopfbahnhofs. Ich war einige Tage nicht in Stuttgart und ich muss zugeben, ich habe Entzugserscheinungen. Und ich freue mich, dass ich den heutigen Schwabenstreich hier eröffnen darf. Und ich werde in den kommenden Tagen an verschiedenen Stellen in Stuttgart beim Schwabenstreichen auftauchen, weil es ist notwendig, dass wir täglich uns Gehör verschaffen, dass wir täglich uns gegenseitig versichern, wir sind da, wir sind positiv und wir werden kämpfen, bis Stuttgart 21 in dieser Form abgeschafft ist. Ich habe gehört, es gibt inzwischen einen Schwabenstreich in Berlin. Der Schwabenstreich hat sich ausgedehnt nach Tübingen, nach Esslingen, nach Leonberg und wenn es nach unten, wo noch? Auch Ludwigsburg auch. Hallo Ludwigsburg. Und ich wünsche mir, dass der Schwabenstreich gegen Stuttgart 21, dass er sich in das ganze Land Baden-Württemberg ausdehnt, damit die Menschen wissen, wofür sie kämpfen können, wofür es sich lohnt und dass wir kämpfen müssen, weil wir sind das Volk und das Land ist für uns und nicht für die Leute, die auf unsere Kosten Geld verdienen wollen. Es sind heute Abend einige neue Demonstranten gekommen, die noch nicht wissen, was der Schwabenstreich ist. Ich sage es nochmal. Jeden Abend in ganz Stuttgart an verschiedenen Plätzen, jeder von uns, der gegen Stuttgart 21 ist, der für den Erhalt des Kopfbahnhofs ist, der für diese Demonstration ist, geht um 19 Uhr auf die Straße mit Freunden, mit Gleichgesinnten und verschafft sich 60 Sekunden lang Gehör bei allen Verantwortlichen, damit sie endlich hinhören, damit sie unsere Argumente hören. Weil wir hören ihre schon die ganze Zeit, aber sie uns nicht und wir werden sie zwingen, uns zu hören. Wir haben noch 45 Sekunden. Sie alle kennen die Kraft des Schweigens. Ich schlage vor, wir schweigen 30 Sekunden. Dann zähle ich abwärts und dann geht der Schwabenstreich los. Ruhe, wie sonst nur in der Kirche und im Theater. Ruhe. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Die Kundgebung ist für heute beendet. Vielen Dank. Bis Mittwoch.